Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei QS24 im Format Gesundheit. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast hier. Sie kennen die Dame ganz bestimmt, nämlich herzlich willkommen, liebe Martina Kondritz. Dankeschön, dass ich wieder hier sein darf. Sehr gerne. Leider hast du deinen Standort für die Therapien in Köln und nicht bei uns in der Nähe. Das ist sehr bedauerlich, aber es ist ja gut für die Kölner, dass sie dich in der Nähe haben. Köln liegt ja relativ zentral. Wir haben einen Flughafen, also es ist auch eine gute richtig um Zürich, Köln ist kein Problem, direkt alles gut. 45 Minuten. Also, damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wissen, wer diese Dame ist. Sie ist nämlich die Dame, die eine Galvanotherapie macht, speziell bei Tumorbehandlungen. Sehr erfolgreich bei Prostatakrebsbehandlungen, bei Brustkrebs, bei Hautkrebs. Da möchte ich Sie einfach darum bitten, liebe Zuschauer, schauen Sie sich die Sendung einfach nochmals an, liken Sie, verteilen Sie, dass möglichst viele Menschen in den Genuss kommen, eine neue Sichtweise auf die Dinge zu sehen, um den richtigen Entscheid für sich zu treffen. So, jetzt gehen wir nochmals rein und erklären den Zuschauerinnen nochmals, wie funktioniert ganz genau diese Galvanotherapie und wie muss ich mir das vorstellen, um erfolgreich einen Tumor wegzubehandeln, auszukochen oder einfach vorzubereiten, dass der Operateur das einfach rausnehmen kann? Es ist im Grunde genommen eine physikalische Therapie, wenn wir so wollen. Wir wissen nachweislich, dass Tumorzellen einen anderen Widerstand haben als gesunde Zellen. Gesunde Zellen haben ein Widerstandsverhalten von weit über 1000 Ohm. Mhm. Tumorzellen haben ein Widerstandsverhalten unter 300 Ohm. Die bösartige oder die gutartige? Die bösartigen Zellen liegen unter 300 Ohm. Die gutartigen, also es gibt Veränderungen im gutartigen Bereich, dazu gehören Adenome, Hypertrophien, Hemangiome, Basaliome, auch Hautkrebs geht in die nicht bösartigen Zellen rein, aber nur das Basaliom. Diese Möglichkeiten haben wir auch, also wir können auch gutartige, in diesem Bereich gutartige Tumore therapieren, zum Beispiel auch Zysten in der Brust würden auch auf die Galvanotherapie sehr gut anschlagen. Die würde man austrocknen, weil sie einfach ein anderes Widerstandsverhalten haben. Mhm. Sie liegen zwischen 1000 und 300 Ohm, die gutartigen Zellen, aber trotzdem in einer Veränderung. Und die klassischen Tumorzellen liegen halt unter 300 Ohm. Mhm. Wir legen im Grunde genommen Elektroden, also Pads an, wenn man so will, lassen das Arenal von vorne nach hinten durchfluten. Der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes, geht von Anode zur Kathode und durchflutet nur die Tumor, also das Tumorgewebe. Die gesunden Zellen, ich sage mal, die sind wie eine Schaltzentrale und leiten einfach nur weiter, ohne dass da eine Reaktion in der gesunden Zelle entsteht. In der Tumorzelle entsteht eine Reaktion. Das heißt, ich habe eine Salzsäurenbildung an der Anodenseite an der Tumorzelle und eine Basenbildung an der Kathodenseite. Mhm. Und diese pH-Veränderung zwischen 13 und 14 in der Base und zwischen 2 und 4 in der Säure, die ist einfach tumorselektiv zerstörend. Und das ist im Grunde genommen ganz einfach das System oder das Prinzip erklärt. Und es ist nicht spektakulär, ja, es ist einfach reine Physik und die funktioniert. Ich habe ganz viele dokumentierte Fälle, wo ich es auch nachweisen kann, dass die Galvanotherapie funktioniert. Mhm. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Ne? Gute Diagnose, gute Therapie, gute Nachbefundung, das ist mein Motto. Mhm. Ich meine, das gibt ja alles schon lange und ich mag mich erinnern, dass ich schon Ärzte hatte hier, die es erklärt hatten, dass es noch vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die Standardbehandlung war. Ja. Dann wurde Standard vielleicht nicht, aber es war schon bei den, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja, gerne, ich höre gerne hin. Es war bei den Hautärzten, da war es einige, die da sehr fortschrittlich gearbeitet haben. In Paris, der Dr. Darier, das war ein französischer Hautarzt, der mit malignen Melanomen therapiert hat. Mhm. Also das waren so die Ansätze. Aber warum hat sich denn das nicht durchgesetzt? Geht es wirklich nur, ich glaube, das ist dann das Röntgen gekommen? Ja, oder? Das war halt wirklich die Quintessenz, es war halt in dieser Zeit spannender, in den Menschen reinzuschauen, als Krebs zu behandeln. Es war auch nicht die Geißel, dass Krebs so eine Volkskrankheit wird, die so viele Menschen dahin raffen lässt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Man hat es einfach bis zu den 70er Jahren, wo Nixon halt diese Propaganda geschürt hat, Kampf dem Krebs, war es nicht so die Geißel der Menschen. Man hat sich einfach nicht darüber
oder man war sich nicht darüber im Klaren, wie schlimm diese Erkrankung auf Dauer werden wird oder werden konnte. Und in den 70er Jahren war es dann klar und dann ja, die Agenda Nixon, die nicht unbedingt zu Ruhm geführt hat, was er da versucht hat, auf den Weg zu bringen. Also es ist auch gescheitert im Grunde genommen. Aber plötzlich war Krebs die Geißel der Menschheit. Ja? Man hört das Wort Krebs und sofort geht so ein Trigger los, Krebs gleich tot. Und da finde ich, da sollte man ganz viel zu tun, dass es nicht so sein muss. Also wir haben einige meiner Patienten, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen durfte, die schon sehr, sehr lange mit ihren oder mit ihren Befunden, die sie mal hatten, noch leben. Oder auch, wo man lebensqualitätsverlängernd gearbeitet hat. Es ist immer nicht die Frage, wann man stirbt. Es ist für mich immer die Frage, wie man stirbt. Und wenn ich die Qualität. Die Qualität, genau. Und ich denke schon, dass man unter Galvanotherapie, gerade in der Palliativtherapie, eine gute Lebensqualität erreichen kann. Auch das ist wichtig und das ist auch ein Ziel, was man machen sollte. Also das Wachstum unterbinden und es einfach so einzudämmen, dass es so bleibt. Ja. Und dann hat man vielleicht noch wirklich ein paar Jährchen mehr in guter Qualität, ohne Nägelausfall, Haarausfall und Übelkeiten und alles, oder? Ja, die meisten Krebspatienten sterben oft nicht an ihrem Tumor, sondern wirklich auch an den Begleiterscheinungen. Lungenentzündung und sowas. Multiorganversagen. Okay, also an der Behandlung selber. Ja. Wie kennst du die schulmedizinische Statistik bei dieser gängigen Behandlungsform? Es gibt Tumorregister München. Wenn man im Internet Tumorregister München anschaut, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das ist schulmedizinische Statistik. Da stehen die Fälle ganz klar dokumentiert. Man denkt halt heute, die Schere geht sehr weit im Erfolg auseinander. Das muss man gar nicht groß als Alternativtherapeut kommentieren. Tumorregister München, schaut man rein und sieht, dass es alles genauso ist wie vor 30, 40 Jahren. Also es hat sich da nicht viel am Erfolg verändert in der Schulmedizin. Ich glaube, eine Zahl gehört zu haben, ich bin nicht sicher, ob sie stimmt, aber du kannst abnicken, irgendwie 5% von behandelten Leuten im Bereich der Chemotherapien und Strahlungsmedizin, diese ganze Palette, haben mehr als 5 Jahre Erfolg. Ja, das sieht man auch oft in der Statistik. Aber das ist ja dramatisch und das unter übelsten Umständen. Und jetzt möchte ich gerne auch auf deine Statistik zukommen, die du mir vorne gezeigt hast. Genau, obwohl ich da nochmal ein bisschen einhaken muss, dass es nicht falsch verstanden wird. Es gibt Tumorarten, die funktionieren wirklich mit Chemotherapie. Da sollte man auch als guter Therapeut wirklich die Finger von lassen. Das ist ganz wichtig. Also das ist so, wo ich auch bei mir in der Praxis ganz vehement werde, wenn Kollegen sowas machen. Hodenkrebs funktioniert mit einer Chemotherapie. Also wenn ich das einem Patienten versage und ihn in eine Alternative reinbringe, spiele ich mit dem Leben dieses Patienten, weil es funktioniert. Ich kann in der Nachsorge den Patienten versorgen. Wenn alles gut überstanden ist, dann ist ja auch wieder mein alternativer Ansatz gegeben. Aber in der Aktivtherapie hat er in der Schulmedizin gute Chancen. Das ist einfach so. Man hat über Senfgas damals herausgefunden bei jungen Soldaten, die Hodenkrebs hatten im U-Boot, dass dieses Senfgas halt auch da erfolgreich wirkt. Es ist halt die alte Geschichte dazu. Aber es funktioniert. Ist das verbreitet, Hodenkrebs? Ja, mittlerweile schon. Auch? Ja, also es war schon in den 80er Jahren, wie ich in der Klinik war, schon sehr verbreitet. Da hatten wir oft junge Männer mit Hodenkrebs. Gar nicht so wenig. Also ich kenne schon sehr viele. Auch früher aus Freundeskreisen raus ist immer noch eine sehr weit verbreitete Diagnose unter jungen Männern. Dann Hodgkin, Non-Hodgkin-Lymphome, die funktionieren überhaupt nicht mit einer Galvanotherapie. Ich kriege einen Lymphknoten hervorragend wegtherapiert, aber ich habe innerhalb von einer Woche 10 neue. Das heißt, auch da gab es eine vernünftige Antikörpertherapie, die funktioniert mit auch einer Chemotherapie dazu. Aber die Patienten, die haben gute Überlebenschancen. Ich habe mit einer Kommilitonin zusammen für den Heilpraktiker vor Jahren gelernt. Die war in Köln in der Ambulanz von einem hochkarätigen Non-Hodgkin-Therapeuten, also Professor Diehl. Darf ich das sagen? Klar. Gut. Das war der Non-Hodgkin-Papst in Deutschland. Und sie hat immer zu mir gesagt, Kondritz, wenn wir unseren Heilpraktiker schaffen,
tu mir einen Gefallen und lass die Finger vom Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphom. Wir merken, wenn dazwischen was anderes gemacht wird. Die haben schlechtere Erfolge. Danach kannst du arbeiten, aber tu es nicht in dieser Zeit. Und sie hat, wie ich auch, wir haben beide die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Also wir wussten beide, dass es Sachen zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht machen würden. Aber es gibt auch Sachen, die funktionieren. Und das muss man auch ganz selektiv als guter Therapeut auch so annehmen. Ich bin nicht von allem Freund, aber wenn ich weiß, dass Nutzen und Risiken sich da wirklich in der Schulmedizin besser darstellen, dann kann ich als Alternativtherapeut nicht sagen, ich mache das jetzt. Da werde ich unseriös und spiele mit dem Leben der Patienten. Man muss nicht alles machen, man muss es aber, wenn, vernünftig machen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Brücke, die ich hier auch schlagen möchte. Ja. Ich bin auch froh, das zu hören. Und welche Tumorarten werden noch allerfalls besser über diesen schulmedizinischen Weg und nicht über die Galvane? Knochenmetastasen gehen zum Beispiel gar nicht. Geht auch nur dann in die Bestrahlung rein. Da gibt es auch mittlerweile andere neue Ansätze. Da muss man mal schauen, ob die alle so funktionieren. Aber ansonsten haben wir keine Grenzen. Also ich sage ganz klar, bei mir in der Praxis, Leukämieformen können wir nicht. Obwohl Dr. PK hat auch Leukämie therapiert, aber das ist so spektakulär. Da hat man, glaube ich, dann auch irgendwann den Staatsanwalt in der Praxis sitzen. Das möchte ich einfach nicht. Also möglich, theoretisch wäre es, aber sehr gefährlich, was er da gemacht hat. Aber er war Mediziner und er durfte das. Die Non-Hodgkin-Lymphome gehen überhaupt nicht unter Galvanotherapie. Hodentumore gehen nicht unter Galvanotherapie. Ich müsste ja auch allein schon die Vorstellung, Flachelektronen kriege ich um Hoden herum nicht gelegt und mit Nadeln reinstechen. Ich glaube als Mann, nee, das möchte man auch nicht. Und der Erfolg ist auch nicht gegeben. Ja, also lass es bleiben. Und Knochenmetastasen, die gehen halt auch nicht. Da komme ich auch nicht. Und wenn der Knochen einfach eine harte Substanz hat, da komme ich nicht durch. Ich habe viele Tumorarten, auch die Darmkrebsform, da kann ich nur in der Vorbereitung was machen. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass ich einfach das Immunsystem in diesem OP-Arenal extremst erhöhe. Ich bekomme auch einen Darmtumor nicht wirklich weg. Ich kriege ihn kleiner, aber weg geht nur dann auch letztendlich mit einer Operation. Aber wenn man diese Spielregeln einhält, dann hat man sehr viel Erfolg in der Galvanotherapie. Weil es gibt ja noch genügend andere Formen, die halt dann sehr gut zu behandeln sind. Ganz eben genau. Prostata, ja. Brust, ja. Haut. Auch Lebermetastasen, Lungenkrebs oder auch. Wirklich, ja, auch noch. Geht also, auch. Das hast du genügend Arbeit, da muss man sich. Magenkarzinome gehen auch. Okay. Da gibt es auch eine ganz süße Geschichte zu. Man behauptet ja immer, Heilpraktiker machen keine Diagnose. Nee, es gibt auch Diagnoseverfahren, wo der Heilpraktiker sagt, ja, zum Kontrollieren sehr gut. Ich habe meinen ersten Magenkarzinompatienten gehabt und habe dann gedacht, nach, weiß gar nicht, 7, 8 Sitzungen, jetzt müssen wir mal gucken, ob es funktioniert, und haben nochmal die Magenspiegelung machen lassen. Also ist gastroskopiert worden und ist dann auch biopsiert worden. Und der Befund in der Histologie, der war schon sensationell. Also es war fast nicht mehr nachzuweisen. Es war viel entzündliche Veränderungen drin. Es war Fibrose drin. Also alles das, was man im Vorfeld ja eigentlich schon besprochen hat mit dem Patienten, das muss dann auch passieren. Das hat natürlich super funktioniert. Ja. Also auch da kann man, Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser in der Therapie oder in der Diagnoseform. Ja, machen im Grunde genommen. Tja, du hast mir heute auch mal noch eine Statistik gezeigt von Behandlungen, die du seit, ich muss mal die Liste nehmen, ich glaube 2006. Du hast das alles sauber dokumentiert, von 2006 bis 2018, wie viele Patienten du in Tumoren behandelt hast und wie viele davon eigentlich heute noch leben. Das ist schon. Und wenn ich diese Zahlen und Prozentzahlen so vergleiche, vielleicht willst du das noch ganz kurz ein bisschen erklären. Und darf ich die einblenden in die Kamera? Ich habe zwar nicht gerne die Selbstbeweihräucherung, aber ich denke, es ist... Es geht ja auch nur darum... aber dürfen wir machen. Es geht ja um die Behandlungsform selber. Ja? Also ich habe von 393 Patienten, habe ich halt aufgeteilt, wie viele davon wirklich noch leben, verstorben sind. Ich habe 2 Listen gemacht, weil ich habe eigentlich alles... bei den verstorbenen Patienten eigentlich alle zusammengenommen. Dann haben aber Kollegen gesagt, aber wie viele sind natürlich verstorben, wie viele sind an Nebenwirkungen verstorben, sodass ich von meinen
85 Patienten, die verstorben sind seit 2006 und 393 hatte ich. Da sind 8 von natürlich verstorben, also ganz normalen Herzinfarkt. Ja, die meisten im Herzinfarkt. 25 sind an der Chemotherapie verstorben und 52 sind an ihrem Krebs verstorben. Und ich habe dann einfach mal die prozentuale Sache mir hochgerechnet. Das heißt, 21% meiner Patienten sind verstorben. Und ich glaube so, wenn man es mal hochnimmt, vielleicht auf 30, wo es nicht weiß, fahren wir die Zahl lieber ein bisschen höher. Aber ich glaube, es sind nur 30% meiner Patienten, die ich verloren habe. Weil von den meisten hört man immer noch mal was im Laufe der Zeit. Und ja, ich sage einfach mal, ich stapel lieber ein bisschen tiefer, aber ich denke mal, 30% werde ich verloren haben. Ja, das und ich heißt, halt 70% hat es. Ja. Also du bist ja nicht nur Heilpraktikerin, du bist Operationsschwester, ja. Du bist eine gelernte Krankenschwester, ja. Und ich könnte dich heute eigentlich nur als einen Engel bezeichnen, der hier ist und diese Menschen so toll begleitet hat. Ich glaube, da braucht es viel mehr als nur eine Galvanotherapie, da braucht es auch Seelenfutter und unglaublich viel Kraftvermittlung an diese Menschen, um diese Wende zu schaffen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Die ist und nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar, beweisbar. Und ich finde einfach wichtig für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man das einfach mal gehört hat, dass wenn dieses Wort oder eine Diagnose gefällt wird mit dem Wort Krebs, was ja eine unglaublich negative Assoziation hat für unser Bewusstsein und wir sofort, wie wir gehört haben, es mit Tod verbinden, dass da noch lange nicht alles am Ende ist, dass es noch ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten gibt, aber eine breite, dass Sie sich einfach mal breit informieren und vielleicht auch mal sich mit dieser Galvanotherapie beschäftigen, ob das allenfalls für Sie der richtige Ansatz ist in Begleitung mit Ihrem Schulmediziner. Aber ich würde vorschlagen, einfach mal mit der Martina Kondritz telefonieren oder schreiben oder mit ihr in Kontakt zu treten und mal deine Sichtweise zu hören. Ich möchte aber an dieser Stelle auch gleich die Brücke schlagen zu vielen anderen Therapeuten, die es heute auch schon gibt, die auch schon mit Galvanotherapien arbeiten. Und ich weiß, du bist Ausbilderin, du bildest die Leute aus auf diese Galvanotherapien weltweit, du hast Patienten weltweit. Also wir haben schon die Koryphäe hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber mir ist auch bekannt, nicht weit von hier kenne ich eine Dame, die hat überhaupt keine therapeutische Ausbildung. Sie ist Kosmetikerin, sie hat so ein Gerät und sie behandelt Patienten mit Nadeln. Okay. Ja, also ich weiß ja selber, wie gefährlich das die Behandlungsform ist, wenn man nicht ausgebildet ist. Man muss Profi sein. Man sollte schon eine fundierte schulmedizinische Ausbildung genossen haben. Ist auch keine der Kolleginnen, die ich ausgebildet habe. Ich arbeite mit dem BLT-7-Gerät. Wir haben also sehr darauf geachtet, dass wirklich qualifiziert hochwertige Therapeuten mit diesem Gerät arbeiten. Mhm. Natürlich kann man, wenn die Geräte irgendwann mal verkauft werden aus Altersgründen und neue Kollegen sie kriegen, man kann natürlich nicht für alle die Brücke schlagen. Ich kann jetzt nur für meine Kollegen sprechen. Wir haben einen Verein gegründet, die Gesellschaft für Bioelektrotherapie. Und wir achten sehr auf die Qualität. Also wir versuchen wirklich uns durch qualitativ hochwertige Therapieform von Mitbewerbern auch zu unterscheiden. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig zu Schulungen. Wir haben alle eine medizinische Ausbildung genossen. Ärzte, Heilpraktiker, Kosmetikerin halte ich jetzt für fragwürdig. Wäre auch bei uns im Verein oder überhaupt übers BLT7 nicht zulässig gewesen. Ich kenne die Dame nicht. Ich möchte auch nichts Böses unterstellen. Aber ich hoffe, sie ist verantwortungsbewusst und weiß wirklich, was sie tut. Mhm. Einfach mal so Nadeln, alles Mögliche, der Schuss kann sehr nach hinten losgehen. Man muss gewisse Spielregeln einhalten. Ja. Man sollte den Nordenström gelesen haben. Das ist im Grunde genommen die Fachbibel. Sie ist in Englisch. Also ich habe sie 5-mal gegen die Wand geschmissen, weil das technische Englisch habe ich nicht wirklich verstanden, muss ich auch ganz klar so sagen. Das medizinische Englisch war jetzt kein Problem für mich. Ich habe dann irgendwann einen Patienten gehabt, einen Elektroingenieur, der sehr, sehr viel im Ausland war. Und wir haben es dann, das technische Englisch hat er mit mir zusammen nochmal bearbeitet. Dann wurde auch nochmal für mich einiges noch weiter klar, was ich komischerweise schon immer so gemacht habe, aber mehr aus dem Bauch raus. Also es gibt da Spielregeln, die man einhalten muss. Gerade wenn es auch bei malignen Melanom zum Beispiel, wenn ich das nicht richtig nadle, wenn ich da die Nadel nicht richtig positioniere, dann wird's schlimmer, ja? Dann kann ich eine Metastasierung auch verbreiten. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und ich hoffe, die junge Dame weiß,
wie sie die Nadeln zu positionieren hat. Mhm. Ich sage mal, beim Basaliom oder bei einem Muttermal kann sie keine Fehler machen, wenn vielleicht sie sich das zutraut. Vielleicht ist das dann auch die Kernkompetenz, sich auf das zu konzentrieren, sofern sie auch die Unterschiede erkennen kann. Was auch immer. Ich möchte einfach nur mit diesem Hinweis einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf bringen, dass man wirklich den richtigen Therapeuten suchen muss. Und dazu darf ich fragen, darf ich die Zuschauer einfach zu dir leiten? Gerne. Und du kannst es ja, wie du kennst ja deinen Verein, du weißt, wo die Leute agieren und welche wirklich die Qualität bringen, die man braucht für eine erfolgreiche Behandlung, wie diese Statistiken gezeigt haben. Und dann wirklich nicht irgendwie vom Regen in die Taufe die Menschen fallen. Im Moment ist es für uns noch etwas schwierig. Wir haben in Deutschland neu den Datenschutz. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz auch habt. Es haben meine Vereinskollegen, liebe Vereinskollegen, wenn ihr das seht, bitte, ich brauche eure Unterschriften für den Datenschutz, weil im Moment kann ich nicht alle weiterleiten, die nicht unterschrieben haben, dass ich ihre Adressen weitergeben darf. Oh, ja, das super. Ist deutsche Gerechtigkeit. Ja, super, super. Jetzt darf man nicht mal die Patienten zuweisen. Also das, ja, es ist schon gut. Aber wir arbeiten dran. Gut, da hast du ja sicher bald eine Versammlung und da musst du die Leute halt schnell packen, oder? Ja, genau. Okay, und wir senden die Sendung auch nicht heute aus, sondern in ein paar Wochen. Das muss noch fertig geschnitten werden und dann hoffentlich steht das dann auch. He? Ich hoffe, dass bis dahin meine lieben Kollegen alles unterschrieben haben. Aber sollte man auch machen. Mhm. Genau. Mhm. Super. Also herzlichen Dank, liebe Martina. Gerne, lieber Alexander. Ich finde einfach toll zu wissen, dass es solche Werte gibt, dass es so viel Erfolg gibt, dass es solche Menschen gibt wie du, die mit Herzblut rein sich setzt und den Menschen wirklich helfen will. Ich habe selbst schon Erfahrung gemacht mit dieser ECT. Ich habe viele Fälle gesehen, die wirklich gut verlaufen sind im Bereich von Brust und von Prostata. Das ist einfach das Häufigste oder eben auch von Haut. Ja. Einfache Dinge, ohne irgendwie mit Chemie und weiß Gott was darauf zu schießen. Mhm. Schön auch von dir zu hören, dass du weißt, wo die Grenzen sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Die muss man auch gerade in der Therapieform wirklich sehr, sehr eng stechen, weil man ist sonst ganz, ganz schnell als Scharlatan abgespeist. Und da verwehre ich mich sehr vor. Und das ist ja gerade die Gefahr. Da kann ich auch nur für mich reden, da kann ich auch für meine Kollegen nicht sprechen. Ich habe meine Prinzipien, die stecke ich halt sehr, sehr. Und nur so funktioniert es. Nur so kann sich diese altbekannte Therapieform wieder in dieser neuen Zeit wieder etablieren und Verbreitung finden, wo man hoffen einfach, dass viele Menschen das sagen, okay, zuerst mache ich das und dann vielleicht das, wenn es sein muss. Aber wenn das die Menschen einfach wissen und die Therapeuten oder die Patienten, die aufgeklärten Patienten, es auch fordern, dann kann sich das ja einfach wieder mehr in die Masse verbreiten. Und das würde ich mir wünschen, das wünsche ich auch dir, dass deine Aufgabe, es noch möglichst vielen Therapeuten beibringen zu dürfen, sodass sich dein Wissen ja nicht irgendwie plötzlich versandet, sondern... Ich habe es so dokumentiert, dass man es danach noch nutzen kann. Super, schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Martina. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie aufmerksam hier der Sendung beigewohnt haben. Ich hoffe, dass Sie die Sendung auch weit verbreiten, damit möglichst viele Menschen, die in dieser Not reinrutschen, doch irgendwo einen Sendungsinhalt sehen, wo ihnen Hoffnung und Kraft gibt, eine weitere Sichtweise in ihr Leben zu ziehen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, alles Gute und auf Wiedersehen.